Im Tal von Wadush. Deutsche Soldaten der Quick Reaction Unit unterstützen afghanische Sicherheitskräfte. Ein amerikanischer Chinook-Hubschrauber wartet schon mit laufenden Rotoren. Vom Flugplatz des ehemaligen deutschen Feldlagers in Faisabad geht es in die bergigen Täler der Provinz Badakhshan, in das Tal von Wadush. Seit knapp 2 Wochen sind hier deutsche Soldaten und unterstützen die afghanische Armee und Polizei. Die afghanischen Sicherheitskräfte kämpfen schon seit einigen Wochen in einer großen Militäroperation gegen Aufständische, die aus den Bergen heraus die Stützpunkte im Tal angegriffen haben. Der Chef der Quick Reaction Unit aus Kunduz weist uns in die Lage ein. Wir sehen hier den Raum Wadush, das Tal, in dem die afghanische Armee, das 209. Korps, in den letzten Wochen schwere Kämpfe hatte. Auf Befehl des RC North ist die QRU Kunduz als Force Protection für die Advisor der 2. Brigade hier in den Raum verlegt, um unmittelbar die 2. Brigade in der Operationsführung beraten zu können und die Advisor hier ihren Auftrag wahrnehmen lassen zu können. Noch vor einem Jahr haben deutsche Advisor auf fast allen Ebenen die afghanischen Einheiten beraten. Mittlerweile ist die Entwicklung der afghanischen Sicherheitskräfte so gut vorangeschritten, dass nur noch auf der Ebene der Korps- und Brigadestäbe Unterstützung notwendig ist. Die ganze Operationsführung nach meiner Bewertung der Afghanen läuft natürlich selbstständig. Es geht im Grunde darum, noch gewisse Ratschläge oder Vorschläge im Rahmen der Operationsplanung und dann im Rahmen der Operationsdurchführung selbst zu erteilen und vor allem mit Spezialisten zu unterstützen, wie beispielsweise den JTACs, die hier gewisse Spezifikas nochmal abbilden können, die die Afghanen so noch nicht lange selber haben. Die sogenannten JTACs koordinieren Hubschrauber und Flugzeuge, die dort zum Einsatz kommen, wo die Geschütze der afghanischen Armee nicht mehr wirken können. Mittlerweile sind die Kämpfe beendet. Die Falken, wie das 209. Korps aus dem Norden genannt wird, haben ihre Stützpunkte erfolgreich zurückerobert. Unmittelbar neben dem Gefechtsstand die mobile Küche der Afghanen. Gekocht und gegessen wird wie zu Hause. Viel Zeit zur Vorbereitung hatten die deutschen Soldaten dagegen nicht. Die schnelle Alarmierung haben sie dennoch gut gemeistert. Ja, wir sind natürlich als Fallschirmjäger für diese Art der Operationsführung prädestiniert. Das heißt im Grunde eine schnelle Anfangsoperation mit einer kurzen Warning Order in den Raum rein. Eine Durchhaltefähigkeit im Vorfeld sichergestellt, die es uns ermöglicht hat, hier im Raum auch autark zu operieren. Dann mit einer Folgeanschlussversorgung, das war kein Problem. Bei Sonnenschein und blauem Himmel wirkt das Tal sehr ruhig und friedlich. In Wadush hat es allerdings in den letzten 5 Jahren immer wieder heftige Kämpfe zwischen afghanischer Armee, Polizei und den Aufständischen gegeben. Der Chef der Fallschirmjäger weiß, dass der Einsatz mit Risiken verbunden ist. Natürlich ist das ein kritischer Raum, auch für uns. Ich denke und weiß, dass so tief in diesem Raum Wadush, glaube ich, noch kein deutscher Soldat war, gerade in dieser Rahmenlage und Feindlage. Von daher ist grundsätzlich immer mit der Gefahr in jeglicher Form zu rechnen. Das muss man in Kauf nehmen. Entsprechend sorgfältig werden die Soldaten der QRU zusammen mit den Advisern den Rückmarsch vorbereiten, wenn ihre Unterstützung vor Ort nicht mehr benötigt wird. Für uns geht es zurück. Der Hubschrauber wartet schon wieder mit drehenden Rotoren. Jede Minute am Boden ist gefährlich, auch wenn sich die Aufständischen zurückgezogen haben.